Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind bereits in Folge 185 und wie ihr seht, stehe ich hier vor Mehrgeräten. Ja, einmal dem New Holland 1431 und einmal dem Case, wo haben wir die Typbezeichnung hier, DCX 131. Ja, ich habe die beide mal hier aufgestellt, sind im Prinzip ja baugleich. Es hat aber verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel hier die Klappenführung dementsprechend ändern, dementsprechend breit ist der, ne? Streifen dann. Man hat hier zum Beispiel die Rubber-of-Rubber-Variante. Ich habe jetzt hier auch die, hier seht ihr die Klappen zugeklappt. Hier unten habe ich die Steel-of-Steel-Variante bei den Rollen. Hier oben habe ich das mal aufgeklappt, damit ihr die Schneidwerke mal seht. Ich kann das Ganze hier auch mal anschmeißen, eine Runde. So. An das Gerät. Da seht ihr das gute Stück nämlich. Und es dreht und rollt und tut und macht so, wie es sein soll. Und wie gesagt, da gibt es, das ist jetzt hier in Arbeitshaltung, das war jetzt drüben nicht in Arbeitshaltung. Da gibt es halt ein paar Varianten von des Einstellens. Ich zeige euch das Ganze einfach mal im Shop, das ist die einfachste Variante. So, wir gehen auf Shop, wir gehen auf Mähtechnik. Da seht ihr, die beiden kosten gleich viel. Ne? Einmal New Holland, einmal Case, was einen lieber ist. Beides 4 Meter, beides 90 PS, beides bis 22 km/h. Hier seht ihr das Ganze, hier haben wir die Rubber auf Rubber Variante. Da haben wir, ne? Steel und Steel in V-Variante, das heißt also zulaufend. Dann Steel und Steel V-Smooth, also in weich, das normale, ne, gerade Steel und Steel. Und die Impeller, die Drehzacken, die ihr hier dementsprechend seht. Ne, und da ist halt die Rubber-Rubber-Variante wieder. Und hier Curve, das heißt, hier ist eine leichte Windung drin. Wie man es haben möchte, wie man es haben soll, wie gesagt, das gute Zeug hier bringt es, ne? So einfach ist es. Ja, hier haben wir dementsprechend auch noch was Schönes dabei, nämlich von Klaas den Liner 400. Das ist sozusagen, wenn man möchte, die kleinste Variante des Schwaders. Mein Gott, fällt mir gleich die Worte nicht ein. Ne? Ich zeige ihn hier auch noch mal, mach das gute Stück mal an. Runter geht's. Er nimmt sich den Spaß. Und legt da das Schwad. Das ist jetzt so ein bisschen Bürgersteig da vorne. Deswegen läuft das Ganze jetzt noch. Ne, wenn man das Ganze ausmacht, dann sieht man auch schön, wie sich die ganzen Einzelteile davon bewegt haben. Auch das gute Stück zeige ich euch im Shop. Hier haben wir bei Schwader einmal ganz außen. Hat halt ähnliche Bedingungen, auch 50 PS, 4,60 Meter wie der Pöttinger auch. Kostet nur knapp 1000 weniger. Hat halt hier auch sonst keine Einstellmöglichkeiten groß. Wir haben jetzt, wenn wir hier drin sind, kann ich das gute Stück natürlich zuklappen, klar. Einmal hoch, einmal zu, dann gehen die Schilder hoch und die ganzen Dinger werden eingefahren oder abgebaut oder wie auch immer und da stehen sie dann, seht ihr da. Ne? Finde ich also schon sehr schön gemacht, das Ganze. So, da habe ich die falsche Taste gedrückt, auch das passiert. Wir laufen mal zur nächsten Mod, die haben wir nämlich hier versteckt. Das ist auch gar kein so großes Versteck, es ist nämlich auch ein New Holland, nämlich das Gewicht hier vorne vor. Ihr seht das jetzt hier so schön runde abgeschabt. Ich hätte das vielleicht noch deutlicher darstellen können in einer anderen Farbe. Zeige ich aber jetzt im Shop. Das ist New Holland. Das ist ein 650 Kilo Gewicht, wenn ich mich das noch recht entsinne. Auch hier schauen wir kurz. So, das ist es. Und wenn ich hier die Hauptfarbe mal ändere, am besten auf New Holland. Ne, dann seht ihr, Spiegelungen sind da. Man sieht so ein paar Fleckchen, Blasen, Kram und sowas. Ne? Sieht nicht mehr aus wie das neueste oder relativ plump lackiert, wie ihr wollt. Liegt dann bei 600 normal mit 100 Euro drauf, wenn man die Lackierung dementsprechend möchte. So, gut, ja, dann laufen wir mal zu den Kollegen hier rüber. Das hier ist Iconics, das Skidder Set. Das heißt, wir haben hier die verschiedenen Skidder-Varianten, die verschiedenen Kleinfahrzeuge. Hier seht ihr auch die Design-Varianten. Wir haben jetzt hier Caterpillar mit dabei. Wir haben jetzt hier New Holland dabei. Ich habe jetzt Volvo dabei. Wie ihr hier seht, auch schön die Forst-Varianten. Auch die Beschriftung hinten an den Seiten und sowas sind gut gemacht. Hier steht New Holland nur drauf. Hier hat man das Cut-Schild schön in der Mitte drauf. Also das sieht schon alles sehr ordentlich aus, muss man sagen. Und ja, ne, hier Bandbreiten, verschiedene Einstellungen. Und man hat auch verschiedene PS-Klassen dementsprechend jetzt. Was man vorher ja nicht hatte, weil es gibt auch sozusagen eine getunte Variante. Auch das ist am einfachsten im Shop noch zu sehen. Kompaktlader, da haben wir es. Da sind die Iconic-Jungs hier. Und hier seht ihr selber, hier gibt es das einmal in Blanco. Da steht dann halt nichts drauf.
Wir können die Case-Variante, die Cut, eine John Deere-Variante. Hier könnten wir dann auch genauso gut hingehen und sagen, ja, dann geben wir doch auch mal die John Deere-Lackierung in extrem alles. Ne? Dann könnt ihr es auch in komplett John Deere grün kriegen mit der passenden Bezeichnung. Ne, dann seht ihr hier hinten auch das Schild schön drauf gemacht. Also schon sehr gut gemacht. Wir haben hier die normalen Motorausführung und wir haben dann eine Motorausführung, die ist hier jetzt etwas gesteigert. Die geht teilweise bis ins Doppelte hoch. Ne? Da seht ihr es, da haben wir das Doppelte. Also drei Motorstufen jetzt bei dem hier. Und wir haben noch Kubota, hätten wir noch New Holland und dann ist wieder sauber sozusagen. Ne, hier seht ihr das in den Schildern hinten immer, finde ich, sehr schön gemacht. Das die Varianten gehen halt bei 31,5 los, sind also etwas günstiger. Und wir haben es in den verschiedensten Versionen. Hier haben wir Bandlaufwerke in breit und schmal zusätzlich. Auch hier haben wir die Möglichkeit der drei Motorstufen. Und auch hier sind die Lackierungen möglich. In dem Fall auch Case und Cut. John Deere. Auch mal mit den passenden Bezeichnungen dabei halt. Ne? Bei dem hier ist dann halt nur eine Hauptfarbe zu setzen. Was weiß ich. Mal auch. Ne? In so einem glänzend Orange, wenn man es möchte. So, und die letzte Variante, da können wir einmal sagen, Design, wir möchten gerne den Forst oder nicht Forst Variante haben und JCB und Volvo stehen zur Auswahl. Den Volvo habe ich da ja auch dann hingestellt. Reifenvariante haben wir hier weiß, also Breitreifen, Straßenreifen, Turf, wir haben Nokian Breitreifen und wir haben Bandlaufwerk. Wird sehr viel geboten. Auch hier haben wir die Motorstufen mit einer kleinen Erhöhung und mit der, ne? Da haben wir sogar noch eine XT-Variante, sogar vier Motorgrößen jetzt hier. Wie gesagt, immer wie man es möchte, jetzt mit, ne, Forest, ohne Forest. Also finde ich schon sehr schön. Preise habt ihr dementsprechend ja gerade gesehen. Variieren natürlich immer so ein bisschen nach Ausstattung dann auch. Aber schon, wie gesagt, sehr gelungen. So, die andere Mod habe ich mal hier hinten um die Ecke versteckt. Ich dachte mir, das wäre eine gute Idee. So, das ist nämlich dieser Tieflader, den ihr hier seht. Ich habe schon hervorragenderweise mal einen schönen LKW hier drauf geklemmt. Man kriegt ihn mit oder ohne diese Durchfahrhilfen oder Überfahrhilfen hier. Und man kriegt den, das sieht man jetzt hier gerade nicht, aber ich mache das jetzt nochmal hier an. So, Lenk. Und dann seht ihr, dass hinten die Hinterachsen mitlenken. Seht ihr? Wir lassen jetzt mal so kurz stehen. Das kann man einstellen, ob die mitlenken sollen, im 15% mitlenken sollen oder 30% mitlenken sollen. Wir haben hier hinten eine schöne Rundumbeleuchtung. Wenn wir das Gute jetzt hier sehen, können wir das Ganze ausklappen. Dann gehen... Quatsch, ich bin zu weit, ich muss hier einsteigen. Sehe ich das immer noch so schön? Ja, also. Ihr seht selber, es wird erstmal die Sicherheitsvariante abgesetzt. Dann dementsprechend die Klappe runtergemacht. Das passiert auf der anderen Seite natürlich auch. Dann wird man halt rauffahren, dann klappt man das Ganze wieder zu. Das seht ihr jetzt hier an der Seite auch. Und dann seht ihr auch, dass hier dann die Varianten wieder eingehakt werden. Zusätzlich hat man jetzt hier die Möglichkeit, das seht ihr jetzt da, die Schilder ran und raus zu fahren. Ne? Also wenn man was drauf hat, das ist auch vorne. Ne? Achtet drauf, wenn ich jetzt raus war, seht ihr auch vorne fährt es raus. Ist halt je nachdem, wie breit das drauf ist, was ihr mitnehmt. Ne? So simpel ist. So, auch hier ein Blick in den Shop haben wir natürlich unter Tieflader. Da ist das gute Stück. 53.890 kostet es normal. Wir können die Farben hier dementsprechend ändern und auch die Felgenfarbe ändern, wenn wir Lust zu haben. Wir haben jetzt hier die blanke Variante, also die pure, und hier ist die Überfahrhilfen dabei. Und dann kann man hier die Lenkung auf 15 Grad oder 30 Grad einstellen, wie es halt machen soll. Wenn man es mit allen drum und dran nimmt, ist man halt bei 57.590 gelandet mit Lack. Ne? So, gut. Dann steige ich hier aus. Wir laufen eine Runde rum. Ich guck mal. Also, wir haben die Mäher, wir haben den Schwader, die Skitter, das Gewicht. Das gute Stück da hinten haben wir auch. Da haben wir hier noch mindestens zwei. Fangen wir mal mit dem guten Stück hier in der Ecke an. Hier haben wir nämlich noch einen Case stehen, nämlich den 240C VX Puma. Und ja, hier in die Michelin-Ausstattung, wie man sieht, ne, das kleine Männchen sitzt da parat. Das hat hier oben auch die Hubelemente oben drauf. Ne? Und ich zeige das jetzt mal von außen. Wir haben hier beim Licht anmachen auch eine Fußbereichbeleuchtung in dem Case Rot dementsprechend. Natürlich funktionieren hier auch alle Lampen sonst, das ist klar. Ich zeige euch das hier nochmal.
die Fußbeleuchtung geht mit an, ne, ist in allen Lichtstufen mit an. Und wir sehen auch hier jetzt an der Säule zum Beispiel, ne, die Beleuchtung dementsprechend schalten da auch alle mit. Spiegel und sowas funktionieren natürlich auch. Ich fahre noch mal eine Runde. So ein bisschen hin und her, dass ihr den Motorsound noch hört. Und dann zeige ich euch das gute Stück noch im Shop. So, einmal aufsteigen, einmal in den Shop. Mittelgroße Traktoren, da haben wir es, 188.000 fängt das Ganze an. Wir haben von 225, 245 bis 270 PS. Ne? Dementsprechend steigert sich auch der Preis. Die Hauptfarbe können wir ändern, wie wir wollen. Wir können auch sagen, ich hätte den gerne hier in Silber oder, sieht vielleicht nicht ganz so auffällig aus, auch in Schwarz, ne? Wie man möchte halt. Wir haben verschiedene Reifenhersteller, mit Trelleborg, Nokia, Michelin, Mitras haben wir schon sehr viel mit am Start. Natürlich auch die verschiedensten Reifen, Gewichte, Zwillingsgeschichten, alles was dazugehört, Motorgröße. Designmäßig haben wir ihn einmal denn hinten hier richtig schön mit den großen Schlappen hinten dran. Ne? Da bin ich jetzt wieder bei Reifen, da wollte ich gar nicht hin. Und dann variiert es halt noch, ob man oben die Hörner drauf haben möchte von den Hupen, ne? Oder halt das Michelin-Männchen gesetzt haben möchte. Der Aufkleber kommt zusammen mit den Hupen. Und wir haben hier ganz unten die Möglichkeit des Frontanbaus noch. So, ja, ich habe die, ne, damit ihr die auch seht, hier auch mal in groß dran, die Lappen. Ne? Da seht ihr, es sieht von innen auch irgendwie schmuddelig aus. So, ja, dann habe ich noch eine Mod zur Hand. Da sind wir. Und das eine sehr schöne, finde ich. Klar, texturenmäßig sieht sie dementsprechend so aktuell aus. Auf jeden Fall besser wie im LS17. Da habe ich sie nämlich schon groß und ganz benutzt. Wir sehen, das gute C600 Schneidwerk ist dran. Wir haben auch einen schönen Schneidwerkswagen, der hier mit bei ist. Mit Rundumleuchte hinten. Bei dem Klaas Mega Dominator 208 können wir Rundumleuchten wählen. Zwischen einer vorne, eine hinten oder zwei vorne und zwei und eine hinten. Also zwischen 1 und 3 halt dementsprechend. Ne? Ich habe ihn hier oben auch schon mal aufgeklappt. Ihr seht selber, er macht dann einfach einen Buckel da oben. Ne? Man sieht auch den Hebel an der Seite. Leiter und das hier unten schaltet dann auch alles mit um beim Aufklappen. So. Klar, funktionieren tut das Ganze natürlich auch. Hier, Schneidwerk mache ich runter. Läuft. Wir haben ganz normal die ganzen Beleuchtungsgeschichten hier. Und die Rundumleuchten hier natürlich auch, wie ihr hier seht. Ich gehe nochmal eine Runde rein. Und da seht ihr das schön, wenn man hier das Licht anmacht, hier auch tatsächlich Display alles angeht, die ganzen Geschichten. Ne, also schon sehr ordentlich gemacht, auch hier unten beim Lenkrad und so. Also finde ich schon sehr gelungen, das Gerät. Und ich habe es halt im LS17 auf der Borchersee benutzt, wie blöd. Ne? 6 Meter war natürlich da eine vernünftige Arbeitsbreite. Ist halt nicht das neueste Gerät, wie ihr seht, ne? Aber... gibt es in zwei Varianten, das zeige ich euch mal im Shop. Ich kann noch mal kurz hier so ein bisschen vor- und zurückfahren, für die Leute, die den Motorsound noch gerne hören möchten. So, und dann machen wir den ganzen Spaß nämlich auch schon aus dem Shop. So, ja, ich fange mal ganz einfach diesmal hinten an, sozusagen. Hier haben wir den Schneidwerkswagen fürs C600, der kostet 3.800. Den gibt es mit Warndreieck oder mit Warnleuchte, dann kostet er noch ein bisschen mehr. Und wir haben ja auch zwei Reifenvarianten, wie ihr seht. Ne, ein bisschen dicker, ein bisschen normaler. Dann Schneidwerk ist halt nur das Normale dabei. Sonst müsste man Universales nehmen. Also leider kein Maispflücker in Glasfarben dabei. Hier ist das C600. Ne, steht auch bei für Mega 208. Kostet nur 12.500. Ist halt auch nicht mehr das Neueste. 6 Meter Arbeitsbreite für die normalen Standardsfrüchte. Und dann haben wir beim Drescher noch was Besonderes. Der kostet nicht viel, ne? Ist halt auch ein altes Gerät. Und ihr seht selber, wir haben hier das Modell bis 1994. Dann haben wir 7.500 Liter im Tank und Sprit selber bei 400 Liter. Ne? Hier können wir die Warnleuchten einstellen. Also das ist jetzt... So, ich mache mal so eine. Das heißt, wir haben eine vorne. Zwei heißt eine vorne hinten. Drei heißt zwei vorne, eine hinten. Ne, Reifen dementsprechend haben wir auch hier Alternativen noch zu bieten, je nachdem, ne, noch eine Runde die Breitvariante daraus gemacht. Das finde ich auch eine schöne Geschichte. Und wenn wir das jetzt hier umschalten, ne, achtet hier, 400 Liter, 7500, dann geht das auf 8000, auf 500 hoch und die PS-Zahl geht von 200 auf 235 hoch.
Das ist das die Variante ab 1994. Da kann man sich halt aussuchen, wie alt man das Gerät gerne hätte. Ne? Dementsprechend hat man halt weniger PS oder halt auch weniger Kapazität. Ne? Ja, also ich finde schon sehr gelungen, muss ich sagen. Ja, sehr gelungen. Ich hoffe, dass auch die ganze Vorstellung sehr gelungen ist, weil wir sind leider schon wieder am Ende. So schnell geht's. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.